Sehr schön. Und ein weiterer Benevedon besiegt. Ausrüstung. Habt ihr schon von Pedder im Dschungel der Vision gehört, westlich der Insel Burka? In dieser Stadt soll es die besten. Sollen wir mal gucken. Welcome. Without quality armor, it won't matter how good your weapons are. Charlotte braucht definitiv Panzerung. Come again. Ja, ich behalte es erstmal noch. Welcome. I have a wide variety of weapons for you to peruse. Okay, für Resin. Okay, Resi hat, glaube ich, die beste Waffe, die es im Spiel gibt. Ich weiß das gar nicht. Pff, Alter, was? Was sind das für Preise? Muramasa-Klinge. Alles klar. Und das schon mit 20% Rabatt. Ich dreh am Rad. Your Nee, kaufe ich doch lieber der Charlotte eine Rüstung. Die Stadt gewesen sein? Westlich von Burka. Mal gucken wir gleich mal. Four Benevedons down. Only four left. We're halfway there! Ich bin ja mal gespannt, ob Trials of Mana auch von der PlayStation 5 profitiert, von der SSD. Der sagenumwobenen. Wo haben wir hier? Genau. Eine wahre Lanze, die habe ich doch schon. Kämpfermark habe ich auch schon. Er hat die wahre Lanze schon. Gibt es eigentlich eine noch bessere Waffe für Resi? Ich meine nicht, das ist schon, oder? Können wir eigentlich verkaufen.
Warte mal. Wo war noch mal bei? Die Insel Burke, genau. Da können wir auch nicht mehr landen. Sein, oder? Hier? Kristallwüste. Oh, was ist das denn? Okay, das sieht mir nach sehr, sehr Enemy Base aus. Altenia, ja, okay. Wald, das Baum. Guck mal, hier können wir jetzt auch hin. Führt es mich hier hin? Ich lande einfach mal. Soll es einen Benevedon geben? Ernsthaft? Tatsächlich. Oh, die sind abgegradet tatsächlich. Ne, wir machen jetzt erstmal eins, tatsächlich. Ich rufe jetzt einmal Flämmchen, weil ich möchte tatsächlich jetzt zum Heiligtum des Manas und Charlotte in die dritte Klasse bringen. Das ist zwar jetzt nicht die dunkle Seite, sondern da muss sie sich halt mit der hellen zufrieden geben, aber das wird langsam Zeit. Eine Combo. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die Kombos einsehen kann? Tatsächlich nicht, oder? Ja, immer noch. Sag mal, was macht deine Backe?
Was ist das denn? Naja, immerhin. Aber hey, vielleicht kommen wir wenigstens heute mal durch. Genau, Schwarzschamanin hätte ich gerne gehabt. Aber das geht nicht, weil mir der Gegenstand dafür fehlt. Bombastisch. Ein Flegel, der auf geheimnisvolle Weise an Größe zugewonnen hat, prügelt auf den Feind ein. Oh je. Ach du Heiliger. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Bist du morgen dann mit dabei oder bist du dann nicht da bei der Firmenfete? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Auf den neuen Wagen. Combo. Aha. Na dann. Ich habe schon gesehen, der Kühlschrank ist voller Würstchen. Wir haben Kartoffelsalat und Kraut. Wird bestimmt ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch dabei. Wer hat's denn? Hallo? Haut sie wieder um. Dann bist du morgen da. Ich glaube, 15 Uhr geht es los. Ich werde aber, bevor ich da hinkomme, nochmal zum Edeka fahren, weil ich brauche unbedingt Getränke. Ich habe so viele leere Flaschen hier. Und die kann ich ja direkt abgeben.
8 Lernpunkte. Ich hoffe, ich komme pünktlich. Ja, also je nachdem, wie ich durchkomme. Ich glaube, hier unser Göke, der kommt, glaube ich, auch erst wesentlich später. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, von unserer Firma sind fast alle da, bis auf zwei Leute. Und ja, vielleicht kannst du dir mehr oder weniger schon denken, wer nicht da ist. Mächtig. Zehn Prozent, hör mal her damit. Ich glaube, also wie gesagt, hier, also der Kunekat ist auf jeden Fall da, ich bin da, du bist dann da, klar, Chef ist so oder so, Büro und Office auch, ich glaube von den beiden Azubis auch, die Miss kommen glaube ich auch beide. Später erst. Ja, kommt schon gut hin. Ja, ich glaube, da liegst du so weit meines Wissensstands ganz richtig.
Was? Wir machen das jetzt mal. Was ist hier? Ist die Wenn? Fliegen wir noch mal hier hin. Ach ja, übrigens, kannst du dich noch an den Fall erinnern, wo wir für die Dienststelle Recklinghausen Monitore geliefert haben und die neuen Monitore ständig DOA waren? Ich hatte heute so wieder so einen ähnlichen Fall. Also, was sich Fujitsu bei den Monitoren denkt, das muss ich jetzt einfach mal so ehrlich sagen. Wie können neue Monitore schon kaputt sein? Ernsthaft, Fujitsu? Ja, und vor allem hier diese Dienststelle. Ja, die waren neu. Wie gesagt, ich hatte einen Austauschmonitor mit einem neuen. Keine Ahnung, ob die recycelt waren oder neu. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich gehe mal davon aus, dass der dann wahrscheinlich nicht neu war. Naja, auf jeden Fall da gewesen. Erstmal beim alten geguckt, alles klar. Elektronisches Problem, kein Displaybruch. Und neuen hingestellt, angeschlossen, macht den neuen an. Was ist? Erstmal so schön hier so einen vertikalen bunten Streifen durch. Ich denke mir so, alles klar. Und dann kurze Zeit später kam der Leiter und hat direkt den nächsten kaputten Bildschirm von dieser Serie dahingestellt. Und der machte sehr, sehr interessante Phänomene. Wenn du den nicht an der Quelle, also an kein Endgerät dran hattest, hat er einfach nur RGB erzeugt. Wortwörtlich. Er hat nicht ein grünes Bild, ein rotes Bild und ein blaues Bild. Komplett. Und dann wieder so weiter. Ganz komische. Ganz komische Geschichte. Welcome. I have a wide variety of weapons from you to peruse. Ja, stimmt. I have a wide variety of weapons from you to a perfect choice, I must. This is good quality. Verkaufen, Ausrüstung. You're welcome. Come again. Welcome. Without quality armor, it won't matter how good your weapons are. Barbuta. Ein Horn. Ein Hornhelm. Kannst du nicht langsam zum Finale? Ja, ich weiß ja noch nicht, wie viel da kommt. Ich kann ja gar nicht mal genau sagen, wo wir hier eigentlich sind. Das ist ja das Problem. This is useful. Without quality armor, it won't matter. He should do you well. That's good. Again.
Hier haben wir noch ein schimmernde Ruinen. Da ist auf jeden Fall noch einer. Und da. Also drei gibt es noch. Ja, lande mal. Ja, selber mal gespannt. Ich meine, wenn noch kein Cyberpunk da ist, müssen wir uns halt mit was Ähnlichem beschäftigen. Aber wie gesagt, ich will das hier jetzt durchkriegen. Bis dahin musst du halt durch. Also der Zauber, der war schon ganz cool. Nix da, du musst hier durch. Müssen wir hin. Oder sind die schon wieder okay? Ich muss die FTS-Pakete schneller ausliefern. Was darauf gönne ich mir erstmal eine Schokolade. Ne, so viel Zeit muss sein. Da müssen die Pakete halt warten. Außerdem habe ich keinen Schlüssel von der Box. Kaum ich nicht dran. Sorry.